Zu Anfang des Videos noch eine Sache. Ich werde jetzt einmal im Monat zweimal 100.000 Münzen verlosen für jemanden, der mich abonniert hat und der das Video auf Twitter teilt und dazu einen kreativen Text schreibt. Außerdem markiert beim Text noch @GameGecky, damit ich den Tweet lese. Hey und willkommen zu dieser Folge oder zur ersten Folge von Stiftungsspielertest, dem Format, was ich von Schlappi Stream übernommen habe. Ich habe ihn gefragt und heute testen wir den Henry Saiviet oder wie auch immer ausgesprochen wird, aus der französischen Liga sein International Man of the Match, den er beim Afrika Cup bekommen hat für Senegal. Und er hat ziemlich sicke Werte, wie man sieht. Er ist eigentlich ein Spieler, der so ein bisschen Allround-Werte hat, wie man hier sieht. 79 Tempo, 85er Dribbling, 80er Schuss, 86er Defense, 83er Passspiel und 77er Physis, 82er Overall, das sind plus 4 gegenüber seiner normalen Non-Wear-Goldkarte. Ist natürlich auch deutlich besser, hat ähnliche Stats wie Kanté und ich kann auch schon im Vorfeld sagen, er lässt sich relativ ähnlich wie Kanté spielen. Vielleicht ein bisschen offensiver, während Kanté genau in dieselbe Richtung defensiv geht, aber kann eigentlich in beide Richtungen spielen. So, und das hier ist das Team, was wir um ihn aufgebaut haben. 3, 2, 1 und bam! Wir haben als LS Hazard, Remy und noch einige andere, Cech, Perrin, Kosava. Naja, ihr seht es ja selber, was wir hier für ein Team haben. Es ist ein bisschen schwierig, ihn zu verlegen, da er League A ist. Und dann springen wir mal direkt ins Spiel, was ich aufgenommen habe mit ihm. Gehen wir zuerst zu dem Passspiel. Ich finde, sein Passspiel ist relativ solide, sowohl Flanken, Steilpässe als auch normale Kurzpässe. Geht alles voll in Ordnung, Laufweg ist auch noch ganz okay. Manchmal hat er so ein paar Probleme mit langen Steilpässen, die Kraft voll anzubringen. Sonst aber geht er völlig in Ordnung in allen Statistiken, was Passen angeht. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da fühlt er sich richtig gut an. Nicht so wie eine 283, sondern auch eher wie so eine 90. Wahrscheinlich auch mit dem Chemistry Style. Hat er wahrscheinlich auch die 90 auf dem Passwert. Aber ja, man merkt es auf jeden Fall ihn an, dass er diesen Passwert auch wirklich hat. Wie man hier auch wunderschön sieht, kommen die meisten Pässe auch ohne Probleme an. Wie man hier sieht, mit den langen Steilpässen hat er so ein bisschen seine Probleme. Der sollte ein bisschen kraftvoller sein, dadurch kann ich nicht in den Lauf spielen. Da hat er echt seine Probleme mit. Hohe Steilpässe gehen auch hier vollkommen klar, wie man sieht. Remy hat so ein bisschen scheiße den Ball abgenommen. Über Remy habe ich mich in dieser Folge extrem aufgeregt. Ich hatte 3 Folgen aufgenommen, aber der hat nur eine irgendwie richtig aufgenommen. Ich habe mich in allen Folgen über Remy aufgeregt, obwohl der normalerweise immer richtig gut bei mir ist. Der hat irgendwie richtig kacke gespielt heute nur. Ja, wie man auch sieht, er kann auch ganz gut den Körper reinstellen, also Physis ist auch vollkommen in Ordnung. Du kannst einfach eher B drücken, den Körper reinstellen und dann kriegt er das so. Und jetzt kommen wir zu den Schüssen. Wie wir hier direkt gesehen haben, sein Schuss ist ziemlich gut aus der Position, mal gegen die Latte, da habe ich ein bisschen zu stark. Und hier sehen wir jetzt auch mal ein Tor. Ich habe leider nicht mehr als 2 Schüsse mit denen in diesem Spiel hinbekommen und da tut er einfach mal aus dem Stand den Ball ins Tor schießen. Also sein Schuss ist richtig, richtig gut. Er ist auf jeden Fall besser als Kanté unterwegs. Beim Passen würde ich mal ungefähr sagen, ist er ungefähr genauso wie Kanté unterwegs. Man kann ihn ja gut mit Kanté vergleichen, ja. Er hat ungefähr dieselbe Größe, also dieselbe Hautfarbe, jetzt ohne rassistisch zu klingen. Aber es ist halt so und ja, er hat auch ungefähr die Körperstärke. Er sieht auch relativ, also er sieht Kanté relativ ähnlich. Das war aber jetzt nicht darauf bezogen, naja, egal. Jetzt kommen wir mal so ein bisschen zu den Physis und zu den Dribbling. Man sieht hier schon, dass er eine gute Ballbehauptung hat. Er kann gut den Gegner abschirmen, dann auch einen Pass setzen und den Ball dadurch sehr, sehr gut behaupten. Also Ballkontrolle ist sehr hoch bei ihm und das finde ich eigentlich ziemlich gut, weil ich liebe Spieler mit hoher Ballkontrolle und das haben tatsächlich viele Mittelfeldspieler in diesem FIFA nicht. Das ist auch der Grund, warum ich Ben Yedder, obwohl ich ihn als Free-Spieler gezogen habe, nicht so gerne spiele, weil er einfach nicht die Ballkontrolle für sowas hat. Hier sehen wir nochmal ein paar. Man kann mit den 3 Sternen Skills das nicht so viel machen. Ich kann auch nicht sehr viele Skills. Deshalb habe ich da einfach ein paar Schusstäuschungen gemacht. Die kamen auch relativ auf engen Raum ziemlich gut an. Hier sieht man jetzt nochmal eine Schusstäuschung, wie er sich da durchsetzt. Da bin ich ein bisschen falsch gelaufen, dadurch hätte er den Ball verloren. Ja, den Körper reinstellen und den Ball relativ, also auf relativ engen Raum kontrolliert er den Ball. Ja, hier bin ich wieder scheiße gelaufen. Da wollte ich schießen, aber das war dann eigentlich. Ja, hier sehen wir nochmal eine Körpertäuschung von ihm. Nochmal eine. Also, es ist, also, Ballkontrolle ist schon echt gut bei ihm. Also, er fühlt sich an wie so ein kleiner Kanté. Er kostet auch so viel wie Kanté. Hier sehen wir nochmal einen schönen Pass von ihm. Aber es gibt noch eine Statistik, die natürlich noch reinspielt, nämlich, wie schnell ist der? Und ich muss sagen,
man sieht, er ist nicht sehr langsam, ne? Er rennt da einfach mal Sterling weg, als wenn es kein Morgen gäbe. Also schnell ist er auch flink unterwegs, ne? Das Problem, was ich bei diesem Spieler nur habe, er verliert relativ schnell an Fitness. Also er hatte in dem Spiel, wo ich wirklich viel auf ihn gespielt habe, natürlich, das ist natürlich logisch, hatte er schnell seine Fitness verloren gehabt. Also so in der 60. Minute müsste man ihn eigentlich auswechseln. Man könnte ihn auch als Super-Sub bringen. Dafür würde sich, glaube ich, echt lohnen, weil er halt auch eine relativ beschissene Liga hat mit der Ligue 1 dieses Jahr in FIFA, dadurch, dass es kein IPA mehr dran ist. Aber das war jetzt alles zu den Stats so aussagekräftig. Gekauft für 36.000, 5 Spieler hat er bei mir 3 Tore. 2 Spieler davon waren Abbruchspiele, wo der Gegner in der 10. Minute und in der 2. gequittet ist, ohne dass bisher was passiert ist. Von daher 3 Spiele, 3 Tore, relativ solide. Würde ich sagen, ob er sich lohnt? Ich würde sagen, man kann ihn mal ausprobieren auf jeden Fall, denn er ist ein sehr guter Spieler. Und ja, ich würde sagen, der lohnt sich schon mit 6 für 36.000. Er lässt sich so spielen wie Kanté. Er ist genauso gut wie Kanté, also ihr könnt den auch als Kanté-Ansatz auf der Bank haben. Damit meine ich natürlich nicht den Inform-Kanté, sondern den normalen Gold-Kanté. Ich nehme an, der Inform-Kanté ist nochmal ein gutes Stück besser. Aber sonst ist er schon ziemlich gut. Hoch Arbeitsreiten sind natürlich auch gut. Wie gesagt, er verliert relativ schnell an Fitness, deshalb würde ich ihn eher von der Bank bringen. Aber wenn ihr Geld habt für einen Super-Sub, falls euch ein Super-Sub, ein Allround-Mittelfeldspieler wie Kanté fehlt als Super-Sub, dann kann man den auch mal gerne von der Bank bringen. So, das war's von diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao.